Kaliningrader Gesellschaft empört über den Auftritt des deutschen Generalkonsuls in Kaliningrad. Hallo und Privet aus Kaliningrad. Das Informationsportal Eurasia Daily informierte am Montag über Reaktionen der Kaliningrader Gesellschaft auf den Internetauftritt des deutschen Generalkonsuls Hans-Günther Matern während eines Diskussionsforums, welches durch die deutsche Außenhandelskammer in Russland organisiert worden war. Das Verhalten des Generalkonsuls der Bundesrepublik Deutschland in Kaliningrad, Hans-Günther Matern, während des Dialoges mit dem Kaliningrader Gouverneur Anton Alichanow, ist eine Provokation und für einen Diplomaten unzulässig. Diese Meinung äußerten Angehörige der Kaliningrader Gesellschaft und Mitglieder von Veteranenvereinigungen. Der Dialog mit dem Kaliningrader Gouverneur fand in der vergangenen Woche auf Einladung der deutschen Außenhandelskammer in Moskau statt. Neben Vertretern der deutschen Wirtschaft war auch der deutsche Botschafter in Russland anwesend. Der Kaliningrader Generalkonsul, seit anderthalb Jahren in der Funktion, wurde per Videoschaltung zugeschaltet. Während seines Internetauftrittes äußerte sich der Generalkonsul überschwänglich zu den schönen altdeutschen Bauten, um dann anzumerken, dass das Haus der Räte weniger schön ist. Bei dem Haus der Räte handelt es sich um eine Bauruine, die in der Kaliningrader Gesellschaft nicht unumstritten ist. Gegenwärtig ist die Kaliningrader Gesellschaft gespalten. Das heißt, ein Teil der Gesellschaft befürwortet den Abriss, ein anderer Teil der Gesellschaft will das Gebäude als Teil der architektonischen und gesellschaftlichen Historie erhalten und zu Ende bauen. Weiterhin treffen bei der jetzigen, teilweise emotional geführten Diskussion auch unterschiedliche bautechnische Meinungen aufeinander. Diskutiert wird auch die Finanzierung jedweder Entscheidung, sprich Abriss oder Rekonstruktion. Die Kaliningrader Medien ignorierten zum größten Teil diese Veranstaltung und berichteten nur sehr wenig. Die wenigen Berichte, die veröffentlicht wurden, betrafen eben die Äußerungen des deutschen Generalkonsuls zum Haus der Räte und die Lobhudelei in Richtung Gouverneur des Kaliningrader Gebietes. Kaliningrad-Domizil hatte bereits in der vergangenen Woche über den unpassenden Auftritt des deutschen Generalkonsuls Hans-Günther Matern berichtet. Hören wir noch einmal in den Teil seiner Äußerungen hinein, auf den Teile der Kaliningrader Gesellschaft empfindlich reagierten. Film ab. Und deutsche Touristen kommen natürlich hierher, angelockt und im Wissen um die deutsche Vergangenheit. Hier haben Sie, Herr Gouverneur, dankenswerterweise Handbremsen gelockert, indem Sie auch durch gesetzliche Änderungen Private und Unternehmen einladen, die so zahlreichen alten roten Backsteinbauten hier im Gebiet wiederherzurichten und so touristisch Geld zu verdienen. Während ich das sage, stehen mir einige dieser prächtigen Bauten und ihre stolzen russischen Eigentümer lebhaft vor Augen. Na und wer weiß, vielleicht steht ja auch hier im Herzen der Stadt eines Tages ein anderes, schöneres Gebäude als das jetzige Dom Sowjetow. Sie, Herr Gouverneur, haben da eine interessante Debatte angestoßen. Nach Ansicht eines Teiles der Kaliningrader Gesellschaft erlaubte sich Hans-Günther Matern, Zitat, unverschämt in ein komplexes innerrussisches politisches Problem einzugreifen, das im Zusammenhang mit dem vermuteten Abriss des Hauses der Räte steht. Zitat Ende. Die Initiativgruppe der Kaliningrader Gesellschaft wandte sich mit einem offiziellen Aufruf an die Abgeordneten der Gebietsduma und an den Staatsanwalt des Kaliningrader Gebietes. Zitat: Wir bitten Sie, folgende Frage zu beantworten.
Ist das Verhalten des Generalkonsuls der Bundesrepublik Deutschland für einen Diplomaten inakzeptabel? Stellt seine Äußerung den Versuch einer Germanisierung der Bevölkerung des Kaliningrader Gebietes dar? Und ist dies eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Russischen Föderation? Das Schreiben an die Gebietsduma und den Kaliningrader Gebietsstaatsanwalt wurde von insgesamt 13 Personen des Kaliningrader öffentlichen Lebens unterschrieben. Мы Запад, мы Евросоюз, мы НАТО, мы знаем, как надо жить на этой земле. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Paka aus Kaliningrad.